Ein Wasserhahn und eine Miniturbine. Wow, mit einer LED dran. Genau genommen die zweite, denn die erste ist in Rauch aufgegangen. Yeah. Wenn Wasser durch den Schlauch fließt, dreht sich die Turbine, erzeugt Strom und die LED leuchtet. Was wäre, wenn wir kleine Turbinen in unsere Wasserleitungen schrauben und wenn das Wasser dann durchfließt, drehen sich diese Turbinen und erzeugen Strom? Die Wassernutzung und die Stromnutzung, die überlappt sich ja zeitlich. Wenn Menschen Wasser benutzen, benutzen sie meistens auch Strom. Wasser fließt von oben nach unten dann durch, treibt dieses Rad da drin an und durch dieses Rad wird ein kleiner Dynamo praktisch angetrieben und der Dynamo erzeugt dann Strom. Okay, ich war einkaufen. Oh Mann. Also Test 1 lief sehr unbefriedigend. Der Wasserdruck war so hoch, dass es mir den Schlauch von dem Ding runtergerissen hat. Wir müssen also irgendwie dafür sorgen, dass die Schläuche mit diesem Teil hier besser verbunden sind. Wahrscheinlich mit Rohrschellen oder sowas. Vielleicht hätte ich hier so Aufschraubteile besorgen sollen. Jetzt sieht es schon mal so aus und wir können jetzt an den Enden diese zwei Teile dran stecken und diese zwei Enden hier, die gehen jetzt in den Schlauch rein, dass es nicht wieder macht. Okay, sie leuchtet. Okay, der nächste Test ist dann, dreht sich schneller oder langsamer, wenn wir die Leuchtdiode abklemmen. Was wir bisher gelernt haben, ist, erstens, ich schaffe es immer noch nicht, so einen blöden Gartenschlauch dicht anzuschließen. Und zweitens, man hört, dass das Teil schwerer läuft oder langsamer läuft, wenn die Lampe angeschlossen ist und schneller läuft, wenn die Lampe abgeschlossen ist, also keine Energie verbraucht. Wir könnten auch das Teil hier direkt am Wasserhahn anschließen. Naja, das müsste gehen. Und füllen damit dann eine Gießkanne auf. Ich habe eine hier. Und wir füllen die beide Male, bis sie überläuft, auf, um zu sehen, ob es mit LED, ohne LED und ohne Kraftwerk, wie unterschiedlich die Zeiten sind. Festgestellt, mit dem Teil ist es langsamer als ohne das Teil und mit dem Teil verbunden mit einer LED, also einem Verbraucher, der praktisch dann Energie fordert, ist es nochmal langsamer. Das heißt, es mindert schon die Durchflussgeschwindigkeit oder den Druck, wenn man so will. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal an, was Druckminderer eigentlich sind, um nur mal einen Vergleich zu haben. Und dann können wir vielleicht sogar eine Ableitung davon schaffen, wo es Sinn machen würde, sowas einzusetzen und wo vielleicht nicht. So, dann schauen wir uns jetzt mal kurz an, was ein Druckminderer ist. Druckminderer. Ein Druckminderer laut Wikipedia ist ein Druckventil, das trotz unterschiedlicher Drücke auf der Eingangsseite dafür sorgt, dass auf der Ausgangsseite ein bestimmter Ausgangsdruck nicht überschritten wird. Aber kann man denn ganz einfach eine Turbine als Druckminderer benutzen? Wasserkraftwerkleitung, Druck. Da hat jemand genau die gleiche Idee gehabt wie ich. Die Wirkungsweise besteht darin, dass ein Wasserstrahl mit hohem Druck auf die becherförmigen Schaufelblätter auftritt. Ah, okay, das ist wie so ein Wasserrad. Dabei überträgt das Wasser seine komplette kinetische Energie
auf das Laufrad, das damit in eine Drehbewegung versetzt wird und den daran angekoppelten Generator zur Stromerzeugung antreibt. Die Turbine hat nun die Funktion der Druckreduzierung und erzeugt aus dem erwünschten Wasserdruckabbau zusätzliche elektrische Energie. Ah, okay. Also, grundsätzlich ist es scheinbar so, wir haben eine Wasserquelle für unser Trinkwasser, da kommt für Kommunen, Städte und so weiter, kommt das Wasser raus. Das können wir nicht einfach so in die Häuser leiten, weil ja, wenn das tiefer ist als das Haus, wie soll das Wasser hochkommen? Deswegen pumpen wir dann normalerweise dieses Wasser aus der Quelle irgendwo auf einen Berg hinauf. Das kostet natürlich Energie, Strom. Wir pumpen es da hoch, dann ist es da in einem Tank und da sind dann die ganzen Leitungen zu den Häusern und Wohnungen angeschlossen. Jetzt fließt das Wasser hier runter und durch diesen Höhenunterschied haben wir einen gewissen Druck. Jetzt ist es so, dass ein Wasserhahn nicht unendlich viel Druck aushält. Das haben wir zum Beispiel gesehen, als ich vorhin meine Wasserleitung da draußen zusammengestöpselt habe. Man darf scheinbar nur einen begrenzten Druck in den Häusern anstehen haben. Was man jetzt tut, ist außen am Haus oder vielleicht im Keller, ich weiß nicht, wo das passiert, oder vor jeder Straße oder so, einen Druckminderer anbringen. Der Druckminderer reduziert den Druck, der von diesem Tank oben kommt, auf das gewünschte Druckverhältnis für die Häuser und Wohnungen. Das ist einfach Energie, die verloren geht. Da ist einfach eine Spannfeder drin, die das dann, die dem Druck entgegenwirkt. Anstatt das zu tun, könnten wir aber diese kinetische Energie nutzen und eine Trinkwasserturbine antreiben. Das wäre ja eigentlich gar nicht so doof. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, wie viel Strom wir damit eigentlich erzeugen können. Ich habe gerade eine italienische Firma gefunden, die genau für diesen Anwendungsfall, den ich mir gedacht habe, schon Lösungen anbietet. Und die haben ganz unterschiedliche Größenordnungen. Also wir sprechen hier von entweder Hochdruckanlagen, die einsetzbar sind bis 800 Meter Höhendifferenz. Die kann auch bis zu 3 Megawatt erzeugen, was eine ganze Menge ist. Aber auch bis zu ganz kleinen Anlagen von 2 Meter bis 500 Meter Höhendifferenz. Das heißt, wir sprechen hier nicht von, wir müssen in den Bergen leben und da irgendwie krasse Höhendifferenzen haben, sondern es funktioniert auch in kleinen. Du brauchst auch nicht so eine riesen Anlage. Das hier ist so ein kleines Containerhäuschen, wie diese Stromhäuschen, die man so am Straßenrand sieht. Ich habe hier eine Liste gefunden an Anlagen, die schon gebaut haben. Da steht, wo der Standort ist, wie hoch die Anlagen sind, wie viel Wassermenge da durchfließt und wie viel Leistung damit erzeugt wird. Patrick Niedermeier, ich grüße Sie, hallo. Ich telefoniere mit Knut Achilles, dem Geschäftsführer der AC-Tech GmbH aus Südtirol. Er erzählt mir, dass pro 10 Höhenmeter der Wasserdruck um 1 Bar steigt und man in Häusern etwa 5 bis 6 Bar braucht. Mehr aber auch nicht. Seine Turbinen nehmen die komplette Energie des Drucks auf und wandeln ihn in elektrischen Strom um. Je höher der Höhenunterschied, desto höher der Druck, der gemindert und damit umgewandelt werden kann, desto höher aber auch die Leistung, die die Pumpen vorher schon aufbringen mussten. Es geht also eher darum, ein wenig von der aufgewendeten Energie aus den Pumpen wieder zurückzuholen. Ja, das war doch ein ganz nettes Gespräch. Jetzt fehlt mir noch immer noch die Resteinheit da hinten, wie viel Strom damit erzeugt wird. Der Höhenunterschied von meiner Wohnung zum Wassertank liegt bei 80 Meter. Pro 10 Meter Wassersäule erhöht sich der Druck um 1 Bar. Wenn wir noch 5 Bar Wasserdruck im Haus brauchen, können wir also die Turbine bei von mir aus gesehen 50 Metern anbringen und damit einen Druck von 3 Bar in Strom umwandeln. Die Durchflussmenge meiner Gemeinde habe ich im Internet gefunden. Pro Jahr 275.000 Kubikmeter. Das heißt, bei uns fließen im Durchschnitt knapp 9 Liter pro Sekunde durch die Leitungen. Wenn ich das jetzt in diesen Rechner von AC-Tech eingebe, kommen da 2,1 Watt raus. Wenn ich die 2,1 Watt jetzt wieder aufs Jahr hochrechne und keinen Rechenfehler mache, entspricht das 18.396 Kilowattstunden pro Jahr, die unsere kleine Turbine hier erzeugen könnte. Das würde für etwa 12 Menschen reichen nach deutschem Durchschnittswert. Das ist nicht super viel, aber wir brauchen ja sowieso Druckminderer und so erzeugen wir zumindest noch Strom für 12 Leute. Also wieso nicht? Und das ist jetzt nur gerechnet in der kleinen fränkischen Gemeinde. Je größer der Höhenunterschied ist zwischen dem Wasserbecken und den Häusern, die den Wasserdruck brauchen, desto mehr Strom entsteht hier auch. Ich sehe das Ganze am sinnvollsten bei der Gemeinde. Also wirklich einfach mal eine E-Mail schreiben an die Gemeindewerke oder Stadtwerke und denen Bescheid sagen. Vielleicht haben sie ja noch nie vorher davon gehört. Und ja, wenn du in einer Firma arbeitest, was die meisten von euch vermutlich tun und ihr verbraucht viel Wasser, was in Industrieanlagen nicht unüblich ist, dann wäre es da natürlich auch eine Option zu sagen,
können wir hier anstatt des Druckminderers, der vermutlich verbaut ist, so ein Teil einbauen und damit ein bisschen Strom erzeugen. Falls du nur eine Sache aus dem Video mitnimmst, dann, dass man selbst einfach was rausfinden kann, zu Hause in seinem Garten in Obi gehen kann, für sich für 5 Euro ein paar Teile kaufen kann und einfach loslegen und was rausfinden. Im Internet sind so viele Informationen frei verfügbar, dass wir einfach loslegen können. Und ich glaube, dass wenn jeder von uns diese Ideen, die wir mal beim Autofahren haben, wenn wir irgendwo vorbeifahren und dann irgendwas denken, wir hier und da mal einer Idee nachgehen sollten. Besonders, wenn sie damit zu tun hat, wie wir die Energiewende stemmen können, wie wir das Klima schützen können und einfach für eine sichere Zukunft unserer Kinder arbeiten können, dann sollten wir das tun. Und wenn es einfach mal eine Stunde ist, die wir investieren, ein bisschen basteln und löten und Dinge ausprobieren, gut, kann man seine Zeit auch schlechter verbringen, ne? Nochmal zusammenfassend ist es so, wir haben eine Quelle, Wasser wird herausgeholt und dann mit Pumpen nach oben gepumpt und wenn das Wasser runterläuft, schleusen wir es dann durch diese Anlage, um den Druck zu mindern und gleichzeitig Strom zu erzeugen, der sowieso dadurch fließt. So, das ist ja Energie, die eh da ist. Das Ganze ist natürlich klimaneutral, ist erneuerbarer Strom, weil das Wasser fließt da die ganze Zeit durch. Wichtig ist nur, dass auch die Pumpen, die das hochpumpen, mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe nicht, dass da noch irgendwo Dieselmotoren laufen. Und falls doch und falls die noch gut laufen und dann betreibt sie bitte nicht mit Diesel, sondern zum Beispiel mit Rapsöl. Ja, man kann Dieselmotoren mit Rapsöl betreiben. Warum wir das früher gemacht haben und heute nicht mehr so, das erfahrt ihr in diesem Video. Schaut gerne vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.